Hallo zusammen. Ja, einen wunderschönen Nachmittag. Ja, ich musste erst mal schauen, ob hier alles funktioniert. Ich bin schon gar nicht mehr gewohnt hier nach all der Zeit. Herzlich willkommen wieder hier bei uns bei Hafuhai. Warum sage ich das eigentlich? Man sieht es überall, ne? Genau, wir, das heißt, ihr seht das ja, der gute MP ist auch mit am Start, spielen mit euch heute wieder ein bisschen Monster Hunter. Und an der Stelle, hallo MP. Einen wunderschönen guten Tag. Und herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub. Ja, danke. Ja, die Reisen haben sich gerade ein bisschen gestaut die letzten Wochen. Aber ich habe ja mitbekommen, du warst ganz fleißig unterwegs, was hier Yakuza angeht. Ich bin gerade nur ein bisschen... Ich stock gerade ein bisschen, weil ich meine Kilobyte-Rate sehe, die nicht gut aussieht. Mhm. Ja... Also ja, wir haben sehr fleißig ein virtuelles Japan erkundet. Lass mich mal kurz ein bisschen schauen, was da gerade passieren könnte, dass meine Kilobyte-Rate so nach unten bricht. Mhm. Weil das macht sich natürlich in der Qualität hier auch bemerkbar. Ja. Wobei 6000 Kilobyte ist eigentlich wieder okay, ne? Ja. Also es ist halt höchstens so ein leichtes Stocken. Ja, jetzt ist es auch wieder gut. Gerade eben waren es irgendwie bei 2K. Ja, keine Ahnung. Ihr seht, die Technik funktioniert wie immer fantastisch hier. Du musst das. Kennt man das doch auch schon. Ich halte mal ein bisschen ein Auge drauf. Keine Ahnung, was hier Sache ist. Ihr seht, genau. Monster Hunter geht's weiter, die Runde. Ich habe alles vergessen. Ihr wisst, ich vergesse ja schon von einer Woche auf die nächste in GeoGuessr alles. Spoiler, diese Woche GeoGuessr wird spannend. Oder blamierend für mich. Und hier habe ich natürlich auch alles vergessen in diesem Spiel. Ja, die Do geht mir auch so. So, wo waren wir? Was wollten wir? Da haben wir nur eine Mission gemacht. Okay, können wir irgendwie ganz gemütlich mal... mit irgendeinem kleinen Gegner anfangen. Which quest would you like? Das ist eine Mission. Ja, fangen wir doch einfach mal ganz gemütlich an mit so einem hier. Ganz gemütlich. Nergigante oder so. Ja. Ich glaube, Nergigante gibt es hier nicht, aber. In Sinogre. Ich will es nicht verschreien. Ist das. Ja. Spoiler, wir werden dir Karten. Bitte was? Wir werden direkt Karten. Wir werden direkt weggekartet werden. Wenn man mit einem neumodischen Ausdruck. Sag doch einfach, wir kriegen aufs Maul. Ja. Genau so wird's sein. Ich hab Spaß, ich hab die Geste. Seit wann kann man hier Gesten auswählen? Tja, war eine gute Idee, die Geste. Ach, jetzt. Ach, ja, nee, das dauert alles ein bisschen. Letztes Mal, so hatte ich das auch mal. Dachte mal so, das ist nicht so gut. So, ich hoffe auch, dass der Ton alles ein bisschen passt. That'll do. Ich glaube, ich kann uns ein bisschen lauter pegeln und das Spiel ein bisschen leiser. Das ist bestimmt gut. Naja, hier Mischpult macht es natürlich einfach, ne? Ich bin gerade sehr überrascht. Die Mission heißt bei dir Blitz und Donner. Die heißt bei mir Skies Flash, Clouds Boom. Ja. Okay. Der Himmel blitzt und die Wolken donnern oder machen Boom, ne? Ja, ich finde die Übersetzung schon. Das ist wild. Naja, Übersetzung würde ich sagen ist okay, aber es klingt natürlich im Englischen viel, würde ich sagen. Imposanter. Ja, klingt irgendwie lyrischer. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Lyrischer.
Compiling Shaders, hey, jetzt schon im Spiel. Hat einfach nur ewig geladen. Und da brechen die Kilobytes gerade eben wieder ein. Das muss so. Vertrau mir. Meinst du? Also ich finde es sehr spannend, weil wir das Problem ja bisher nie gehabt haben und jetzt auf einmal... Ja. Ja. Ich möchte jetzt eigentlich nicht behaupten, dass wir hier irgendwas speziell anders gemacht hätten. Ab zum Nebenlager. Ja, ich muss auch gerade abchecken, wie es so funktioniert. So, wie war denn das mit den Leisten da oben? Kann ich jetzt futtern? Wie kriege ich das Menü auf? Ah ja. So. Kann ich jetzt futtern für... Ne, kann ich nicht. Okay. Sag nicht, ich habe jetzt hier bei meiner Heimnetzwerkverbindung oder bei meinem Heiminternet auch Probleme. Als ich unterwegs war in Italien, habe ich mitbekommen, dass das Vodafone nicht gerade eben sehr stabil gewesen ist. Okay. Er hat wohl einen ziemlich heftigen Ausfall. Also, ich habe das Zielobjekt schon gefunden. Ja, ich lasse dich auch extra vorgehen. Ja, ich würde ungern alleine engagieren. Ja, ich bin doch nicht dumm und greife dann als erstes an. Ja, muss der Fernkämpfer wieder zuerst hin. Ja, gut. Ja, komisch. Nehme ich mir den First Hit. Bam. Au. Okay, wie ging das nochmal? Na, hier meine. Yo. Bodycheck-up. Ich sehe Blitze. Das ist nicht gut, glaube ich. Nee, lass mal. Geh weg. Geh weg. Aua. Hallo, ich bin eindeutig weggesprungen. Oh, ich liege. Komm, trink. Oh no. Hallo. Du bist mir ein bisschen zuvor gekommen. Okay, das hat er direkt mit übernommen. Ja, natürlich. Hatte gar nicht die Chance, ehrlich gesagt. Hallo, es ist Flugförmchen. Na klar. Ich sammle hier mal ein paar Items ein, ne? Ja, ja, gönn dir. Das waren gar nicht viele. Ich würde beschissen. Muss der so komisch leuchten? Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass das eine gute Sache ist. Also, jetzt kriegt er erstmal Brot, jetzt kriegt er erstmal Erfänge. Haust du jetzt ab oder was ist jetzt Sache? Auch mal meinen ersten Schaden erholen. Taking progress.
Okay, wir sind im ersten Encounter nicht direkt gestorben. Ist, positiv. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich meine Tränke durchschalten kann. Ich würde sagen, drück LB, aber das hilft dir wahrscheinlich nicht. Bei mir steht Z nach unten. Ach so, ja. Wie war das mit dem amerikanischen, ne? Ah. Ich sehe dich da schon wieder, Freundchen. Ich sehe dich da. So, langsam kommt man wieder rein. Ja, langsam ist gut ausgedrückt. Ja, mit Tastatur und so ist das alles ja erstmal noch mal ein bisschen... Ich glaube, mit Controller ist es leichter zu spielen, aber ich kann es einfach nicht. Was ist das bitte in Aktion? Nüsschen? Nüsschen! Was gibt das gerade, Freundchen? Der Rager auf Nüsschen. Der wird gleich richtig wütend sein. Der wird so richtig enttäuscht. Hast du ihn gerade mit den Nüsschen gestanden? Ja. Ich warte. Oh, weg, 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 weg. Die Blitzdinger sind, glaube ich, nicht gut. Au. Das ist nicht gut. Jetzt sind diese kleinen Idioten wieder am Start. Und auf die Nerven gehen. Ist da natürlich richtig viel, wenn er jetzt die Form hat. Jetzt sollten wir ihm. Kann man ihm das irgendwie brechen oder so? Die Hörnchen abschlagen vielleicht? Ich glaube nicht. Das ist halt sein Enrage-Mode. Das Einzige, wo du aufpassen musst, wenn er halt seine. Die sind zielsuchend. Jo. Okay, die sind zielsuchend. Das ist ja frech. Okay. Da habe ich nicht mit gerechnet. Nüsschen? Nüsschen ins Gesicht, mein Freund. Du siehst so aus, als wenn du Hunger hast. Hier, nimm ein Nüsschen. Was gibt das schon wieder? Oh. No! Okay, die sind nicht zielsuchend. Ich hatte nur richtig Pech, dass ich genau auf der Linie war, wo die wegfliegen. Oh. Okay. Den Move habe ich echt nicht auf dem Schirm. Hallo? Hau doch ab. Wie, hau doch ab? Wer ist immer noch da? Nein, er dachte sich, Fischchen, Fischchen. Ja, ich schieße ihn zweimal und er springt zu dir. Was soll das? Das war. Oh, fuck. Ja. Das war der Rage of Nüsschen. Ja, Karma. Genau. Okay. Oh, was? Ja, natürlich wird er ohnmächtig. Ich hab's ja gespoilert schon. War ja klar, dass es so passieren wird. Ich hab das ja angesagt. Mein Freund, so geht das nicht. Wenn wir sonst allein unterwegs sind und du ohnmächtig wirst, dann werde ich zumindest nicht ohnmächtig. Das war's aber auch. Und dabei bist du sogar noch der Fernkämpfer, ne? Ja, wenn ich halt allein bin, ist er halt trotzdem ständig an mir, also. Dann ist halt eh. Und das war irgendwie ein wilder Move, den er gemacht hat.
Nicht der Shit schon wieder. Na klar, na klar. Auf den an, der gerade erst wieder in den Kampf kommt. Aha. Okay. Hörnchenbrechen ist tatsächlich gut. Ja, tatsächlich seinen Blitzshit wieder verloren. Ja, natürlich. Das Antäuschen rechts durchziehen, ich hab's verstanden. Max nehmen die Hörnchen nach. Ja, ich glaube schon. Nein. Aha. Na komm, jetzt passier mal ein bisschen. Doing great. I'll just take this. Oder? Yep. Okay, läuft doch halbwegs okay noch. Ich muss einfach mal wieder was testen. Aber testen, wie die Waffe funktioniert. In welche Richtung die spitze Ecke ist. Yep. Wir könnten auch ganz kurz warten, weil da kommt gleich ein Ruder. Ja. Mhm. Ich sehe schon, das wird eine gute Idee sein. Ja, wenn wir den reiten können. Ihr beide mögt euch doch nicht, oder? Jo. Geh weg, ich hab mit eurem Revierkampf nichts am Hut. Oh, man könnte den hinteren reiten. Hab ich's nicht geschafft? Jo. Na gut, ich glaub jetzt zu dir. Wird dann jetzt kurz vorher geraten. Oh. Guter. Verbox nicht. Was soll ich am Ende dann mit ihm machen? Du kannst deinen Main Attack machen. Oder schleudern, dann nimmt er halt auch Schaden. Je nachdem, was dir lieber ist. Oh, mach ich nicht. Okay. And stay down. Gut, dass ich immun bin dann, wenn ich den Angriff initiiere. Okay. Ab. Rathalos, kannst du abhauen? Links. Geh weg, ich will dich nicht. Hast du mir. Mir fliegen hier gerade die Feuerbälle um die Ohren. Ich also bin in die Richtung weggerannt, um ihn wegzulocken. Er schießt immer noch. Ja, auf mich? Ja, er schießt immer noch. Er rennt in deine Richtung, er fliegt, er ist weg.
Er kommt genau dahin, wo du jetzt bist. Nix da. Hier? What's this? Warte, ich halt weg. Ist am schnellsten weg. Na, ich bin hier auf den. Oh shit! Junge, ich bin hier in einem Non-Fighting Area. Was fällt dir ein? Tut ihn nicht, der denkt trotzdem hier Feuerball, Junge. Schade, dass ich das nicht sehe. So. Wird dann mal zu unserem Freund gehen, ne? Natürlich sehr schön, wenn der jetzt in der Zwischenzeit aufs Maul gekriegt hätte und da sich hinknackt. Natürlich nicht. Nö, nö. Warum auch? Ich meine, er hat bei dem Kampf richtig kassiert, ne? Ja. Ja, allein durch den Turf War haben beide knapp 700 Damage genommen. Ernsthaft? Hm? Was? Er greift mich einfach an. Ja. Warum nicht? Weil ich da an dem Eingang gestanden bin. Oh. Er hat Angst vor den Nüsschen. Bestimmt hat er Angst vor den Nüsschen. Ich bin mir quasi auch. Hallo. Geh da aus der Welt, du kleines Mistvieh. Darf ich bitte aufsteigen? Stabiler als eine Wand, ey. Die kleinen Viecher. Yo! Von hinten. Mistviecher. Ja. Könnte nicht aufsteigen, weil sie mich beide angegriffen haben. Ja, die sind so nervig. Aber immer eine hochwertige Brogi-Schuppe bekommen. Oh, schön. Joink. Ah, ja. So. So, Waffe ist geschärft. Den Nüsschen Attack. Das war echt so ein kleines. So ein. Sehr prägend. Ja, so ein prägendes Ereignis, ja. Okay. Ja, nicht dir. Boah. Nein, wir sind schon gar nicht. Kannst du diesen Schlangenkäfer? Okay, den Schlammkäfer hat er, glaube ich, nicht voll. Fand er nicht cool. Aua. Schlammkäfer mag er gar nicht. Bleib ich bei Nüsschen. Ich wollte gerade fragen, nachdem er gerade so langsam gelaufen ist, ist er schon fast tot, aber ne. Nee. Gibt's ja extra eine Anzeige dafür. Das ist der. Das ist ein Slow Walk of Shame. Oder schon da? Ja. Na gut. Ich muss mal schauen, was diese einzelnen Wolken jetzt bedeuten hier, ne? Tiapin? Ja. Lass mir hier was futtern, ne?
Wie das du sagst. Where would we be without these stones? Schärfen, dann direkt wieder hier. Oh oh. Weiß nicht, ob die Nüsschen gut sind hier. Bestimmt. Okay, ich bin aus der Luft rausgefischt worden. Das war doch richtig bitter. Also hier müssen wir halt richtig, richtig aufpassen, weil hier ist halt echt wenig Platz, ne? Hier sind halt Todeszonen, ne? Ja, und die kleinen Stinker hier auch noch am Start. Dann geh mal weg da. Mann, wie viele kommen da noch für die kleinen Maisfliegen hier? Bombenangriff hier. Einfach macht hier einen Mörser-Attack. Was ist denn das für ein Angsthase? Entschuldigung, aber... Das ist, der hat mit Sicherheit ein Reisebüro. Er ist hier. Er führt uns hier durch die Gegend. Ja, Monsterreis. Ja. Lightning Tours. Bei uns werden sie geblitzt, Dings. Genau. Au. Au. Noch nicht genügend von meinen Nüsschen, ich sehe schon. Ein bisschen jetzt mal stunnen zu können, ne? Wir können ihn vielleicht ein Stück weiter nach hinten locken, dann wird er vielleicht von dem neuen Monster da angegriffen, von der Bicharte. Ja, ist schon weit locken. Boah. War nicht gut. War gar nicht gut. Ist das gut, wenn der sich an die Wand hängt? Bestimmt. Wenn die sich zoffen, ist das auf jeden Fall gut. Sag ich dir. Sieht nach Zoff aus. Der schnelle F-Drücker. Ja, war noch weiter weg. I'm your master now. Da ist jetzt eh wieder zwischendrin. Ich will wieder kommen. Nicht mehr besteigen. Mhm. Ja. I'm going after it. Der muss doch quasi kurz vor tot sein. Das gibt's doch gar nicht. Also ich verstehe es auch nicht. Der hat so viele Damage-Sachen jetzt genommen hier. Also
Ja, er hat schon wie oft 7-mal die Location gewechselt. Die Location ist, glaube ich, nicht das Problem, aber dass er halt. Er hat schon so viele Kämpfe jetzt mit anderen Monstern gehabt. Aua. Das ist nicht gut. Schnell heilen, sonst. Ja, hat mich gerade fast gewundet. Immer schnell ein Tränkchen. Das ist eine Falle. Ja. Ist hier bei mir. Als wenn er da nicht reingegangen wäre. Er hat die einfach zerstört. Kriegt man hier so eine Falle? Die besser. Hallo? Da? Ersten Kampf nach so langer Pause. Ja, aber du wolltest ja was Einfaches zum Wiedereinstieg. Ja, es war doch einfach zum Wiedereinstieg. Jeder einmal gekartet. Eieiei. Ich find's eben nur krass, dass der halt so viel ausgehalten hat. Ja. Also. Oh, jetzt habe ich auch mal eine glänzende Schuppe hier, ne? Ja, nee, beide Hörner gebrochen, Zinnober und einen Zinnogreplatte und Jaspis. Nice. Uff. Jemand will mit mir reden. Welcome to the hub. So. Ah. Der Postbote. Hier will keiner reden. 30 Life Powder habe ich gesammelt. Ich weiß nicht, was es mir bringt. Aber hey. Hier irgendwas. Welcome to our trade ship. This is why I chose this profession. Have a look. Bye bye. Wie ist der Stand hier? Kann ich losschicken? Ja. Was soll ich wohl mal tun?
Rand. Alle Baum, die habe ich ja schon mal. Ich habe sie noch nicht gecraftet, ne? Aber ich finde es halt leider auch nicht gut. Ja. So, was Feines hier. Eine gute Rüstung vielleicht, was ich mir auch leisten kann. Warten. Muss ich noch mal Fähigkeiten? Look at everything that's on offer. You've got all the time in the world. Just tell me what you need. Yep. No grab. Ja. Das ist natürlich auch eine gute Fähigkeit, ja. Erhöht temporär Affinity und die Ausdauer, den Ausdauerverbrauch, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Was sind denn die bestimmten Bedingungen? Bestimmte halt. Ja. Kann ich das selber bestimmen, wann die zutreffen? Also immer? Ich glaube nicht. Ja, schade. Looking for something new or an upgrade? So, was probieren wir denn als nächstes? Warst du dir dessen bewusst, dass wir das Black Belt Set haben? Das einfach mal richtig viel Defense hat. Nein. Also Resistenzen eher so, naja. Aber. Also es hat einfach jetzt so Blank ohne Verbesserung 66 Defense. Das ist schon ziemlich gut. Das ist recht viel, ja. So, was hast du denn ausgeschrieben? Ah, was soll das sein? Na klar. Hochrangig? Ich hab's, also ich weiß nicht, ob wir es schmieden können, aber wir haben das schon. Ich bin jetzt nur gerade durch Zufall da irgendwie drüber gestolpert. Wenn du in deiner Kiste schaust, bei Manage Equipment, kannst du das auswählen. Ach, vielleicht war das so ein. So ein. Ein Event-Ding. Ja. Playtime's over. Kann natürlich sein. Schwarzgurt selten 7. Ja, ja, das ist. Ja. Auf jeden Fall irgend so ein. Was halt nicht gut ist, du hast halt kaum Edelsteine, die du reinsetzen kannst. Ja, Slots hast du weniger, das ist richtig. Also es ist zwar besser als das, was ich jetzt habe, ja. Auch die Frage, was dir halt so die Fähigkeiten drauf bringen. Ob das halt irgendwas für dich taugt. Ja, ich versuch's einfach mal so weiter. Standing by.
Ganz kurz weg, gleich da, Moment. Wenn wir nochmal schnell hier. Wir müssen irgendwie als Summe anschauen, die Sets. Das gab's, Low Rank gab's das auch schon. So, wieder da. Low Rank gab's auch schon, dieses Black Belt Set. Was? Ja, wir haben ja, glaube ich, nie in die Kiste wirklich geschaut, was wir als Ausrüstung haben, ne? Ja, also ich meine, ich hätte da schon nachgeschaut. Also, weil ich halt häufiger mal so mein Equipment durchgeschaut habe. Aber es wäre mir halt nicht aufgefallen. Kann natürlich schon sein, dass ich es irgendwie übersehen habe, aber... Ja, also ich weiß, mir ist es einmal aufgefallen, als wir es freigeschalten hatten, dass wir eine Layered Armor tragen können. Also, dass wir ein anderes Aussehen haben können von der Ausrüstung, die wir tragen. Da hatte ich das mal gesehen, aber dass das halt auch echtes Equipment ist, das war mir nicht bewusst. Und das gar nicht mal so schlecht ist. Oh, ich habe da auch einen ganz netten Sturmwind-Talisman drin, sehe ich gerade. Drachenwiderstand und kräftigend. Konnte man nicht irgendwo sehen, was kräftigend bedeutet? Sonst dieses schon anschauen. Oh Gott. Steuerung müsste das sein bei dir. Mal kurz bei mir ist das Skill-Info, das ist das ganz rechts unten dann. Ach hier. Erhöht deinen Angriff und deine Verteidigung, wenn du im Kampf fällst. Ja, okay. Ich glaube, genau deswegen habe ich sie nicht ausgerüstet. Ja. Wobei es halt einen Vorteil hat, ich kann halt eine Dekoration anbringen, ne? Ist es überhaupt bei mir so? Ich habe auch noch ein paar Slots. Noch zwei. Ich habe alle Dekorationen schon ausgerüstet. Ja, in dem Sinne. Holen wir uns noch mal eine. Gildenhändler, Schmelztiegel. Ach, die Lotterie ist da. Jawohl. Bingo. Traps, Mega Barrel Bomb und ein paar Fleisch. Ja, das passt schon. Lotterie? Nee, habe ich kein Glück mit der Lotterie. Die ist bei mir nicht da. Ich nehme auch wieder meine andere Waffe. Die hat zwar nicht so viel Ausdauer, aber dafür mehr Schaden und Drachendamage. Oh, Moment. Das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Das Rüstungsset, ne? Jetzt hätte ich keine Fallen dabei gehabt. Oh. Auf und davon. Ja. Also ich habe ja auch immer welche dabei. Ich hoffe, ich habe was wissen kaputt. Wir, warum gerade eben die eine Falle kaputt ging? Wahrscheinlich, weil er mit seinem Attack durchgecharged ist, ja. Also grundsätzlich können diese Fallen ja auch zerstört werden, das ist ja normal. Ich bin mir das tatsächlich nicht mehr bewusst, ob ich das schon mal erlebt habe. Doch, das war auch in World schon so. Ja, aber... Also es passiert nicht so häufig. Keine Erinnerung mehr dran, ob das da mal passiert ist.
Was suchen wir denn? Den hier, oder? Den dritten. Ja, der ganz im Norden. Wir haben hier noch kein zweites Lager, gell? Ne. Da hätten wir aber irgendeine Quest dafür. Müssen wir dann töten dafür. Urok Tor. In den Lava Caverns. War das ein Urok Tor? Ist das ein Urok Tor? Nope. Liste der kleinen Monster aktualisiert. Also den haben wir wohl noch. Das ist ein Renoplos. Den man mehrfach ausmachen kann. Für Fleisch. Und dann einen eigenen Panzer. Hm? Hallo. Die Dinger hatten auch mal irgendwas. Ich glaube, Sekrete, die man für Waffen braucht. So, den ja, komm, den kannst du ja von wirklich mit allen Monstern was brauchen. Oh, wir könnten uns... Wenn wir es da reinschaffen, wäre es ganz nice, dass ich da gleich zwei prügeln. Einer davon ist der böse Affe. Oh nein. Der Affe. Ich glaube, wir schaffen es nicht rein, ne? Ich weiß nicht mal mehr, wo es hier reingeht. Eine Aussage, die du treffen solltest, mein Freund. Wo ist der Affe? Er schläft hier. Was? Er schläft hier. Ach, blöder Affe. Aber ich möchte ihn auch nicht prügeln. Diese kleine Mistviecher, die sich dann wieder in den Kampf einmischen. There you are. Nüsschen! Nuss-Attack! Oh nein! Nur eine an den. Der Rückenschwimmer. Das ist nicht mal, ob das gut oder schlecht war, ne? Dass er Rückenschwimmer ist. Ja. Ich würde es jetzt nicht verurteilen, wenn er noch Rückenschwimmer ist. Also wegen seinem Schwimmstil, ihn zu verurteilen, das finde ich schon. Was war das denn? Hat er mir gerade ins Gesicht gespuckt? Als Rückenschwimmer? Kann schon sein, ne? Ja, ich habe kaum Damage genommen. Aber ich bin zurückgestoßen worden. Frech Dachs. Oh, ich habe ihn gerade eben ein bisschen gestunt. Aufs Köpfchen. Oh shit. Recht das. Aua. Aua. Was hat sich jetzt gerade meine Kamera einfach verändert? War nicht gut. Ist auf mir. Nimm den Trank. Nimm den Trank, sonst geh ich da um. Er spuckt immer so Kristalle oder so. Ich bin mir sicher, die sind gut. Stell dich mal rein. Ich bin mir ganz sicher, dass sie Akupunktur pur. Oh oh. Hallo? Hallo, was war das gerade eben? Kann mich jemand hitten? Au. Aua. Mr. Freeze? Yo. Genau gesehen, dass du mich angeschaut hast, mein Freund. Man wollte erst zu Ende bringen. Uiuiui. Oh. Mein Gott, hast du einen Mundgeruch. Immer nicht pennen. Nicht so cool.
Er versucht dich dann zu finishen. Ich darf dir nicht sprechen, oder mein Freund? One and only Nasaka. Aha. Ja, es mag langweilig sein, die Lüsschen hier die ganze Zeit zu verwenden, aber die Fähigkeit, ihn auf ihn drauf zu bringen, ist halt nicht recht nice, ne? Das sind auch nicht die Dinger, die wir hier legen müssen, oder? Hm? Was? Diese Kommanta. Keine Ahnung, lass einen davon getroffen. Und was es ist. Ich bin dir weit voraus, mein Freund. Ein Blutdruck. Bring nicht ab, den was ich vorhin vorgelesen hatte. Ach. Rocktor. Brauchen wir. Hör dich nicht so an. Alles dasselbe. Believe Marty McFly. Ja. Rauf und runter, rauf und runter, immer runter. Waren wir hier schon mal? Kaufen? Ich glaube nicht. Kommt mir nicht bekannt vor. Looks like there's something here. Melnix Ausbeute? Ich habe nichts gefunden. Wie frech. What's this? Ne, hab auch nichts gefunden. Looks like there's something here. Wenn wir mal danach so. Immer noch nichts. Und drittes Mal. Let's see. Okay. Spoiler, immer noch nichts. Ja. Wahrscheinlich müssen wir irgendwas dafür davor gemacht haben. Oder es ist einfach nur eine Lacksache. Vielleicht werden wir den Kleinen hier unten verprügeln, weißt du? Hallo? Wenn ich dich verprügel, kriegst du dann da oben was, mein Freund. Das sieht aber nicht nach einem Uroktor aus. Wenn wir die Katze nicht totprügeln, wissen wir es nicht. Muss wieder übertreiben. Ich schlag immer nur auf sie mit einem stumpfen Gegenstand ein, aber du haust dir natürlich gleich einen Pfeil rein, ne? Na klar. Bist du von der Ausgeier? So, zu viel genug Zeit vertrödelt, dass wir dann so anders hin müssen. Ausgezeichnet. Ich suche da oben trotzdem nochmal. Ja, gönn dir. Gute Dinge, dass ich jetzt was finde. Ja. Nein, ich will nicht suchen, ich will auf meinen... Du wirst finden. Genau. Wer sind denn hier von denen, ey? Ja, hier ist ein ganzes Camp von denen. Hat. Oh. Too easy. Also nicht, dass wir hin müssten, aber. Bringt immerhin 3 von 3 irgendeine Belebung der Wirtschaft. Oh, das ist schon cool hier. Ah, hier ist das. Hier ist das Lager. Achso, wo es hieß hier, genau, wir brauchen noch was. Wenn wir die Uroktors da endlich finden. Lucky. Yo,
Nein, unlucky. Ich schnapp mir erstmal was da hinten. Wer auch immer das da verloren hat. Wird mal wieder engagen gehen. Ach, das ist gerade auch auf dem Weg zu dir. Bis drei Hits habe ich schon getroffen. Sir, lass mich. Ah, der Knall hat sein Steinchen angezündet. Warum trägt er den Explosivsteine mit sich rum? Die lieben nicht. Aber das gefährlich ist. Komm mal, dann stinken. Nochmal stinken. Oh, jetzt habe ich ihn richtig wütend gemacht. Hat er gerade den Hühnstein gezündet? Meinst du, wozu er die Steine hat? Ja, was ist das? Ja, sehen. Ich glaube, es ist nicht gut, in dem Ding zu stehen. Das war close. Jo! Natürlich, ich will auf dich drauf spucken. Mich tut er dafür ankotzen. Lass mal stecken, mein Freund. Warum habe ich meinen Tank nicht genommen? Freund, ich bin gerade voll aufgeladen. Ich will richtig schön Damage machen. Nutzen wir das doch, oder? Sieht so aus, als wenn ich jetzt nichts tun, dass ich da bin. Eine mitgeben. Wir können Leute. Ja einfach friedlich weggehen, aber nee, die müssen wir wieder streiten. Ihr wollt unbedingt, dass wir euch die Haut abziehen, ist okay. Das war sozusagen Notwehr. Ja. Gonna need some of this. Oh, der ist aber gleich wieder hier oben, oder? Wenn wir hochklettern, wird er wahrscheinlich schon wieder da sein. Ja, ich muss erstmal schnell meine Waffe schaffen. Ja. I'll just take this. Natürlich sind ja auch schon wieder die kleinen Mistviecher. Ja, das ist halt mein. Nein, nein, was war? Hallo? Kannst du ruhig einführen, was das bei mir macht. Aua. Nicht fair, mein Freund. Ich hab dir gerade ins Gesicht getreten.
Los, weck mich auf, Hund. Hund. Sorry. Zumindest einen erfolgreichen Ausweichhof gemacht wurde. Ich kann Damage machen. Say goodbye! Erfüllzündung oder was ist hier los? Ja, sieht nach Erfüllzündung aus. Ist das ein gutes Zeichen? Heißt das, ja, unter 50% HP oder so? Keine Ahnung. Also, aus meiner Sicht hat er halt schon wieder auch wieder richtig gut gemacht. Naja. That's a good start. Get to follow it. Ja, ich hab eben noch mal was gebrochen. Ja, aber die zahlen das. Ja. Sau. Das abhauen, bevor die Lorche wiederkommen. Muss mal kurz abchecken. Was könnten denn diese komischen. Ah, der haben. Kennen wir die schon? Wie sind die Viecher? Keine Ahnung. Uroktor. Die wurden ein Vulkan. Ist die das denn nicht Vulkan genug? Das Bild ist halt, also. Hätte ich vermutlich schöner malen können. Also ich weiß, vielleicht sind es die fliegenden Viecher. Da stand irgendwie dran mit. Die bauen sich gern Zeug, was große Monster jagen. Ich meine, das tun die fliegenden Viecher ja gerne. Die gönnen sich ja dann gern. Nee. So nicht. Ist dir mal dieser riesige Drache an der Decke aufgefallen? Nope. Ich hab keine Zeit für sowas. Also ich weiß ja nicht, ob der auch runterfallen kann, aber. Der sieht schon sehr beeindruckend aus. Ich hab einfach drauf geschossen, derzeit habe ich nicht. Was ist denn hier zu? Ach so, so ein riesiger Loch.
Natürlich hat's immer noch getroffen, ey. Uiuiuiui. Hier haben wir noch Knochen. Hab ich schon. Wer im Kampf einfach noch frech Knochen gezockt? Ja, bisschen snacky. Oi, aber der. Da waren noch viele andere Knochen neben dem Drachen an der Decke. Mir fehlt es hier ein bisschen, dass du hier diese Umgebungsdamage-Sachen hast. Ja, das stimmt. Ja, das fand ich in World auf jeden Fall geiler, dass du einfach mit der Umgebung auch was machen konntest. Ja. Aber ich meine, allein dadurch, dass es halt die Nüsschen nicht für jeden gibt, kann es das ja theoretisch hier gar nicht geben. Für was würdest du machen als, keine Ahnung, ja, Dual Blade Spieler? Das ist ja kein Fernkampf. Jemand möchte mit mir Quark machen. So, wer möchte quatschen? Ja. Ja, der Händler. Welcome to my shop. Händlermann. Okay, Lavahöhlenlager 2 frei. Wait. Könnte es sein, dass wir das einfach noch nicht hatten, dieses zweite Lager? Aber wir haben was. Ich würde dir das mehr als eines? Ja. Sieht so aus. Ich kann schon wieder Lotterie spielen. Jackpot. 3 Max Potions, 3 Life Powder, 5 Immunizer, 3 Herbal Powder und 5 Energy Drinks. Nice. Noch und was Schönes ist ein Save. Rüstung schmieden. Noch mehr Schönes. Der Zwiebelmann. Zwiebelmann? Den kennst du nicht, oder? Der Zwiebelmann kommt aus Demon's Souls. Oder Dark Souls. Ich weiß immer nicht, ich verwechsel die beiden immer. Doch, habe ich schon mal gesehen, aber. Er ist nicht mein Feld, deswegen mich da nicht so bewandert. Na gut, ehrlich gesagt, spielen tue ich es auch nicht, aber ich schaue es, hab's mehr oder weniger angeschaut. Ist das das Sonderkonzept gewesen bei dir? Was? War das das Sonderkonzept gerade hier, der Zwiebelritter da? Müsste ich nochmal schauen, wie es heißt. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir eine neue Waffe herstelle. Feuerschaden und ich kann zumindest 2. Na gut. Eigentlich die jetzige geiler. Haste makes waste. Take all the time you need. Lichtstufe, ja. Also gemäß Videospiellogik sollte ich hier die Rüstung hier anfertigen. Das ist quasi wenig Stoff heißt viel überleben, oder? Ja. Damit bin ich quasi unsterblich. Renopolos-Set ist das bei mir. Diese Mitsune-Set ist so lustig einfach. Seh mich an, ich hab Katzenohren.
mehr. Ich wollte eigentlich meine Ausrüstung verwalten, ja. Ausrüstung ändern. Sturmtalisman wollte ich ändern. Und dann Dekoration anbringen. Also Dekoration musste man schmieden, ja. Ja, wusste gar nicht mehr wo. Schmieden? Ah ja. Ja. Wahrscheinlich sogar Sinn machen, hier Flintree reinzunehmen. Aber dann kann es auch nicht mehr aufgeweckt werden. Na, ich kann leider noch nichts Gutes herstellen, ehrlich gesagt. Bin auch gerade am Durchschauen, aber. Nee, möchte ich eigentlich nichts von abgeben, ne? Ich kann zwar hier ein Juwel reinsetzen und da fehlt mir. Hab halt überall schon was ausgerüstet, aber. Nee, ich möchte jetzt eigentlich nichts ausgeben. Wait, ist das hier oder ist das? So. Wie packe ich die nochmal da rein, die Decorations? Great Armor? Ausrüsten. Es gibt bei Dekorationen, kannst du ausrüsten. Ah, shit. Ah, okay. The village is in your hands. Oh, wie ist denn da der Stand jetzt so? These are the available quests. Von 5 haben wir. Wir sind jetzt Jägerrang 6. Scheiße. Until next time. Ist doch alles beschissen hier. Du weißt, dass du gerade im Master-Rank durchschaust, oder? Ja. Ja, wollte nur gefragt haben. Warum nicht? I've been waiting for you. War keine Quest. Here's the quest list. Randale. Ja, wir wollen eigentlich keine Randale, oder? Weiß nicht warum, aber ich finde Randale halt nicht geil. Questmäßig haben wir hier halt nicht wirklich viele Quests, ne? Ja, mal wahrscheinlich werden halt mehr Sachen kommen, wenn wir halt weiter sind. Ich meine, wir sind ja schon bei 6 Sternen von 7. Also ich glaube, viel. Also wenn wir halt jetzt hier die 3 Stück noch haben, dann schalten wir, glaube ich, vom Main-Spiel die höchste Schwierigkeit frei. Ja, wir haben, glaube ich, mal gesagt, offline machen wir mal die ganzen Quests hier mit den anderen Waffen, oder? Mit den anderen Waffen. Es gibt hier lauter solche Einführungsquests, gebrauchtes Großschwert, Hantierung mit dem Hammer und so weiter. Können wir gern machen.
having trouble choosing? You know, I sometimes have trouble deciding what to make for dinner too. Wir sind das hier. So what I usually do is I go out of my way to make the most difficult dish I can. Nehmen wir das doch einfach mal, ne? Come back anytime. Hat mir gerade die Jessie Minoto gerade erzählt, wie sie kocht. Schlecht. Nee, manchmal denkt sie sich so, ey, ich mach's mir jetzt einfach richtig schwer. Ich koche jetzt das Schwerste, was mir einfällt. Ich meine, ja, cool, aber Lady, ich will einfach nur meine Quest abholen. Ich will was tut mir leid, essen. Die Kantine ist nebenan hier, ja. Ich meine, du kannst dir die Fertig-Dangos eigentlich von der Stange nehmen, sprichwörtlich. Ja. Stell dir vor, du bist da, du arbeitest da 3 Meter neben diesen Dangos. Den ganzen Tag lang. Ganz ehrlich, hier sind nicht so viele, ne? Okay, ernsthaft, eine Frage. Das ist hier eine Quest, die heißt Energiewaffe. Ja. Sehe ich die Energiewaffe nur nicht, oder? Ist die Einführung in die Energiewaffe... Ja. Namenschen Schall und Rauch. Heißt das jetzt super easy, oder wie? Heißt... Das ist auf jeden Fall direkt einfacher. Drauf. Wir müssen halt 2er jagen. Wo ist der Stinker? Aber eigentlich hätte ich erwartet, wenn das heißt hier Energiewaffe, dass du dann auch mit Energiewaffen den legen musst. Mein Bogen ist ganz eindeutig eine richtig krasse Energiewaffe. Ja, meine Insektenkäfer auch. Deutlich, also. Irgendwie gute Hitbox hier. Ja. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass der speziell anfällig gegen Energiewaffen ist. Und das. Deswegen, dass es so heißt, ne? Möglich. Aha. Eigentlich hätte ich erwartet, dass das so eine Arena-Quest ist. Ja, das würde, glaube ich, dran stehen. Ich glaube, die sind immer speziell gekennzeichnet sind als Arena. Weil die heißen dann auch Arena. Nein. Ich muss mich da natürlich gerne als Besseren belehren, aber. Die Frage ist, wollen wir die hier erjagen oder einfach? Ob fangen oder töten? Ja. Yes. Wir machen Verrat der Kühe aus dem Ding. Na klar. Jetzt finish damit nur, oder? Wenn ich gestunt bin. Und ich eh schon hier den Triple Whammy abgekriegt hab. Keine anderen Monster. Gebe es einfach auf, mein Freund.
Na klar. Die hat wieder verfehlt. Hätte der so komisch zu fliegen. Ist der Todes zweite in der Bahn? Ja. Also vermute ich mal, wir haben den schon ziemlich runtergeprügelt. Ja, so Wasserblindschlag. Ja, wobei das wahrscheinlich für Energiewaffen dann widersprechen würde, ne? Dass bei Wassergegnern Energiewaffen recht gut sind. Okay. Langsam kommt wieder so ein bisschen. Einsparen. Das ist höchst illegal. Ich bin so lange auf dem Tank grün, dass meine Waffe hier während des Kampfes schaffen muss. Ich gezählt hab mich aber nicht erwischt. Nicht fair. Am Meister Großkragen. Muss das auch einfach mal bleiben lassen. Meister Windschleich ist auch da. Entschuldigen Sie, können Sie vielleicht abhauen? Wir müssen ja noch was erledigen. Wir müssen doch... Er kann mich gar nicht sehen. Er weiß gar nicht, dass ich hier bin. Natürlich! Ja, passt doof. Ich bin gar nicht hier, mein Freund. Okay, ich bin da. Alter! Sollten wir jetzt zum Schluss noch mal kurz bevor ich durch gewesen wäre, mich noch mal mit seinem Attack wegstompen. Was der mich gerade getroffen hat, war frech. Ja, okay, den gönn ich ihm. Was ist denn das? Wie schnell darf er denn angreifen? Boah. Ja, wie gesagt, ich glaube, das sind halt hier, bist du halt mit Energiewaffen, machst du am meisten Damage bei denen. Das ist so die Logik dahinter ist.
Ja, was sind Energiewaffen? Es gibt eine Energieklinge, die ist aus einer eigenen Waffengattung. Oh. Das ist die, die ich auch eine Zeit lang verwendet habe, wo du auch als Schild machen kannst. Okay. Nee, jetzt hab ich mich noch nicht schön. Fleisch reinziehen, mein Freund. Vor deinen Augen. Das macht Sideswipe. Das macht ihn sauer. Jetzt hast du mal gedacht aufs Köpfchen. Oh oh. Schluck. Unter hier, ja. Ja. Das ist nicht gut, ich könnte down gehen. Nur noch hinter dir. Get to follow it. Must maintain my edge. Let's go. Und in World fand ich den schon kacke. Ja. Yeah. Also seine Angriffsmuster hier sind auch nochmal anders geworden. Careful! Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Er ist auch super schnell. Also ich habe den aus World nicht in Erinnerung, dass der eine Gefahr ist. Der ja, war für mich so. War... Du bist halt nervig so. Genau, er war nervig. Du kannst einfach nicht da sein. Du bist einfach, du verlängerst das Spiel absolut sinnlos. Wasser gehauen. Ein Weg ist dann hier. Hopp. Okay, wo sind deine Hitbox? Boah. Bei mir ist sein 20 eine riesige Hitbox. Und natürlich sein Kopf, ne? Das ist halt einfach gerade nervig. Der ist halt schneller als jedes andere Monster. Das bleibt zumindest so, dass er einfach nur nervig ist. Wobei ein World auch einfach nur nervig war und nicht gefährlich. Ja. Passiert schon auch mal, so ist es nicht. War für mich ein Hitbox. Ja, für mich schon. Hast du von 9-1-Hand schon was gehört? Ich habe mir noch nicht mal die Trailer dazu angeschaut. Also, ich weiß da halt, dass es kommt, ja, aber. 25.
Hört leider noch an. Ja. Solange sie das mit dem... Sie nicht zu mir kommen, wenn er den macht? Frechdachs. Solange sie das mit dem Kopierschutz da wieder rausbauen. Wieso, was kriegt da die Novo, oder? Sie wird das gleiche bekommen, was sie hier sogar nochmal nachgepatcht haben. Die Novo. Was halt einfach nur frech war. Ja. Aber ich... Na, gute Frage. Es wäre natürlich schön, wenn sie halt auf die Leute hören würden, die halt sagen, ey, bringt eh nix. Ja. Weiß man halt auch. Aber... Mal schauen. Ich bin schön, mir ganz sicher. Kann. Die Firma ist dafür bekannt, dass sie auf die Leute hört. Wobei, ich muss ja sagen, gerade eben auf Steam guckst du ja jetzt gerade eben wieder. Mein Name ist gedeckt, verdammt. Was kam jetzt auf Steam raus? Hard. Stories? Nee. Ach, das mit den Disney-Charakteren und das. Kingdom Hearts. Ja, Kingdom Hearts, ja. Das wäre auch noch ein Spiel, was mich interessieren würde. Das ist zwar auch schon recht alt, ne? Ja. Aber ja, jetzt glaube ich das erste Mal, dass alles PC auf dem PC kommt, oder? Genau, das erste Mal, dass du es wirklich auf dem PC komplett spielen kannst. Und du kriegst auch gerade alle Teile soweit, glaube ich, auch, wenn ich das richtig mitbekomme. Oder halt die drei Teile sind es, wo du kriegst. So unten. Mit Material und hüpf da mal runter. Hallo? Als ob es auf diesen Bäumen hier nichts gibt jetzt. Hallo? Und aufs Köpfchen. Natürlich der Doppelbrüller. Frech. Hast du mal Kingdom Hearts gespielt? Nee. Ist ja, also wenn ich es richtig weiß, aber da draußen ist es der Kopf von Jon. War bisher, glaube ich, konsolenexklusiv, oder? Ja, bisher schon, aber... Deswegen... Das sind schon beide, die du mit Konsolen gehabt hast, ne? Ja. Deswegen, das wäre halt so die Voraussetzung, dass man halt... Wenn ich unterstützten Konsolen hatte, hatte ich nicht. Deswegen... Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, auf welchen Konsolen das war. PlayStation? Wahrscheinlich 360 und 360 mal. Ja, aber ich weiß, eine PlayStation hatte ich, aber Kingdom Hearts habe ich mir nie zugelegt. Ich weiß auch nicht so gut warum. Kann ich dir auch nicht sagen. Kingdom Hearts ja eigentlich schon auch so ein Pflichttitel dann auf der Konsole gewesen wäre, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei vielen Leuten auch der Kaufgrund für die Konsole war. Die Animation ist halt super witzig. Als ob. Ich kann sie einfach ein paar Mal gegen die Wand werfen. Das ist übrigens schon mal. Also, wie kann man nicht mehr haushalten? Naja, nach dem Wand schmeißt er ja noch und da war er schon blau. Ach, da war er schon.
Ja. Ich bin mir den Schwanz noch abgetrennt. Genau. Ist. Passt schon. Lass mich raus, ich möchte ihn ab. Kann man ausnehmen. Ja. Ja, es war ja, glaube ich, gewisse Sachen kriegst du nur, wenn du ihn, oder hast die höhere Wahrscheinlichkeit, wenn du ihn ausnimmst. Kann auch sein, dass du tatsächlich ein paar Sachen auch nur so kriegst. Aber müsste man wahrscheinlich mal nachlesen. War doch jetzt mal gemütlich, oder? Ja, aber es ist halt... Mit jeder Geratodus ist halt nervig. Muss ich halt einfach so sagen. Ich dachte ja eigentlich, dass wir mit Energieklingen kämpfen müssen, dass es halt ein ganz anderes Setting ist. Looks like there's something here. Ich meine, die Morph-Axt, die habe ich ja auch sehr häufig gespielt. Die ist eigentlich auch ganz nett. Hast du die hier in dem Teil schon gespielt? Ja, ja, habe ich hier schon mal. Okay. Ganz am Anfang hatte ich, glaube ich, die Morph-Axt. Ja, parallel, als ich noch Dual Blades gespielt habe. Ja, genau. Also Folge 1. 1 und 2, glaube ich sogar. Ich habe in 1 schon abgelegt. Ja, du weißt, ich habe nicht verstanden, wie die Glefe hier funktioniert hat, da musste ich mir erst wieder einspielen. Ja, ja, nee, also das hat einfach keinen Sinn gemacht mit Dual Blades. Ich war da so immobil. Das hat einfach keinen Sinn gemacht. Lottali! See you later then. Es gibt Rabatte. Hey, ständig Lotterie am Start. Jackpot. Habe ich ja alles noch, ne? So. Minoto. Sag mal, was wir gerade gemacht haben. Hallo. Das Pumpen habe ich eigentlich auch noch genug. Was hier? Warte, geht kaufen. Bomben. Ja, also das klingt nach Charge Blade, was wir gerade gemacht haben. Jetzt sind wir so in der Beschreibung. Ja, aber wie gesagt, wir haben ja gesehen, die Waffe mussten wir nicht wechseln, ne? Ja. I'm trying to learn as well, but it's very hard. Vielleicht gibt es halt irgendwie bestimmte, weiß ich nicht. Tutorials oder so, wenn du dann mit der entsprechenden Waffe da reingehst. Haben wir denn eine von unseren Waffen? Hunting Horn hatten wir, Switch Axt, Light Bowgun. Ja. Heavy Bowgun, Charge Blade. Hammer, Greatsword. Wo waren denn die nochmal? Ich hab schon ganz vergessen. Waren das Event-Quests nicht, oder? Ne, ne. Das sind einfach High-Rank-Quests. Also hier mittelstufiger. Ja, vor allem ist es ja irgendwie, ist ja auch vorne mit Reden dran. Also ich vermute mal, du wirst hier irgendwas dafür bekommen haben, oder? Ich glaube nicht. Also, hier haben wir Longsword, Dualblade, Gunlance, Insektenglaive und Bow haben wir hier noch. Bogen wären zwei Tobi Kadachis und Insektenglewe wären ein Somnakant und ein Agnosom. Wo haben wir eine Insektenglewe? Zweite also, Seite, ja, sechs der, Steine. Ja, ja, aber hier hatte ich gar keine genommen. Ich war eine Stufe drunter. Ja, ja, genau. Ich habe jetzt alle nacheinander durchgeschaut, bis ich jetzt halt die gefunden habe, die halt für unsere Waffen sind. Ob es da halt irgendwie was Besonderes dafür gibt.
Ich meine, sonst können wir auch einfach halt hier bei den 6-Steine-Quests einfach weitermachen. Die Key-Quests halt weiter. Hast du dieses Unterseeboot hinzugefügt schon? Welche Mission ist das? Die Fürsten, das ist Belebung der Wirtschaft. Ne. Ich hab ein Bismut-Prism. Ja, die habe ich 3. Aber Felsrosen habe ich keine und Fürsten Kabuto habe ich keine. King Rhino? Okay, Kabuto ist ein Käfer. Bei dem King Rhino wüsste ich nicht, dass es ein Käfer ist. Okay. Aber ist, nee, das hab ich auch noch nicht. Okay, nice. Ja, ich würde sagen, eine Jagd macht man noch, oder? Ja. Ja, 2 Gegner hier. Was spielst du? Den Bogen? Bogen. Ah, 2 Gegner finde ich gerade zu krass auf der Stufe noch. Ja, dann lass mich erst einmal machen. Back to work. In den Key-Questen ist immer nur einer. Ich kann mir gut vorstellen, dass die anderen Quests dann halt praktisch sind, wenn du halt schon weiter bist. Dass du ein besseres Equipment hast. Das ist ja nicht zu ihr dafür. Also ich glaube an der Stelle, dass das einfach nur hier, Na klar. Ja, natürlich. Eins können wir noch machen. Du meinst, einen Versuch können wir noch machen. Einmal scheitern können wir noch. Dass es die Waffen sind für Waffenskins oder sowas. Dass du die damit freischaltest. Ich glaub's fast nicht. Also, ja, höchstens, dass du dann vielleicht eine Folgequest freischaltest, dass irgendwer sagt, ey, ich habe hier übrigens von dem mächtigen Bogen der Unzerstörbarkeit gehört oder so. Können wir noch irgendwas aufrüsten? Haben uns die Ressourcen irgendwas gebracht? Können ja mal schauen, ob es was Neues gibt, aber ich. Morph-Axt war es nicht. Langschwert war es nicht. Energieklinge. So. Ist hier irgendwas, das man gesehen hat? Ura-Baum. Es ist halt auch witzig. Ich warte jetzt die ganze Zeit so Energieklinge. Was soll denn eine Energieklinge sein? Das ist halt ein Charge Blade. Just tell me what you need. Energieklinge. Das wäre sie schon, ne? Eigentlich wäre schon mal schön, nochmal eine andere Waffe zu spielen. Ja, jetzt bei einem Ernie, ne? Na klar. Warum nicht? Alter. Bei dem, musst mal bei der Morph-Axt den Felinbaum anschauen. Jetzt ist ganz nice. Hast du eine Klinge, die ein Katzengesicht darstellt? Was ist die Morph-Axt? Witch Axe. So, what can I help you with? Kannst du sogar herstellen? Ups. Ist es die Grinsekatze? Ja. Sowas finde ich halt wieder lustig, weißt du? Wenn so ein bisschen so. Ich finde es nur schade, dass die Waffen sich hier nicht anders verhalten dann. Hast du den Smithy Tree gesehen? Einen über dem Feline? Naja. Das Traurige ist halt, die Optik verändert sich, aber die Waffe hat deswegen halt nicht viel, viel anderes. Das wäre schön, wenn es da ein bisschen mehr geben würde. Die Heavy Bowgun ist halt einfach so eine Kanone aus Holz. Ich kann einen Kürbishammer herstellen. Und ja, es ist einfach nur ein Kürbis. Ja, ich hab gerade hier die
Karozza Bazooka. Ist halt einfach ein Kürbis aufgeschnitten und halt irgendwie aufgeklappt. Und ich weiß, ich hab doch irgendwas durchgesteckt ist oder so. Bitte. Until next time. Ja, da gibt's hier, glaube ich, nichts, ne? Ja, der Schmiedebaum, den gibt's da. Krieg ich halt einfach einen Pinsel. Langschwert wäre das einzige bei mir, ne? Ja, eine Sense. Oh, das Großschwert, mit dem habe ich auch noch damals viel gespielt. Ah, wie geil. Die Waffen sehen halt wieder richtig geil aus, ne? Beim Schmiedebaum als Schmiedetree ist es halt der Ninja-Schirm. Das ist einfach so ein Schirm. Oder Speer-Thunfischbaum, das ist einfach ein Thunfisch. Der Baroth ist einfach so sein Rückgrat oder so. Ja, Waffendesign ist halt schon, das ist schon cool. Es wäre halt schön, wenn es halt wirklich noch eine andere Auswirkung hätte, weißt du? Wenn jede dieser Waffen, ich weiß, das ist super übertrieben, aber wenn halt jede dieser Waffen noch einen Spezialeffekt oder was hätte dafür. Weil sowas wie eine Kettensäge hast, dass du halt eine gewisse Animation oder einen speziellen Angriff hättest. Aber ja, das ist heftigstes Wunschdenken, ich weiß. Good luck out there. So, auf zur Dinosaurierjagd. Würde ich ja sagen, hier wird der Jäger zum Gejagten. Erst einmal. Oh, was sind denn das auf der Map da für Sachen? Siehst du auf der Map diese komischen Batmans? Ja. Die schauen wir doch direkt mal an, oder? Ich sehe ihn gar nicht, wo ist er denn? Ganz rechts ist er, oder? So, und hier sind sie jetzt nicht mehr, oder? Hier ist ein Monsterfossil. Sind die hier unten, oder? Komischen Fledermäuse da oben sein, oder? Diese komischen. Ja. Ja, auch wieder so viele Ebenen. Jetzt wärst du genau davor. Dann müssten es aber ja die hier sein. Diese komischen Jetzt ist weg. Ja, dann waren das diese komischen Schmetterlinge. Aha. Weiß zwar nicht, wofür die gut sind, aber. Naja, keine Lust auf einen Rückenschwimmer. Mal gut sein. Ja, nach oben bitte. Sind da auch wieder welche, wo ich jetzt bin?
Hier wird nicht angezeigt, oder? Also da ist nirgendwo in der Gegend mehr was. Sorry, Hund. Hast du mal auf der anderen Seite, ob da was ist? Hätte mir nämlich jetzt gerade interessieren, was das... Ich laufe gerade rüber. Aber der Weg ist halt weit. Wo waren die? Waren die unten auch irgendwie? Ja. Und wie hast du die weggekriegt? Ich glaube, das war eher mit dem Gegner, der die wegbekommen hat. Oh. Weiß ich, können mit denen auch nicht interagieren, nur nix. Wir sind es aber auch wieder. Ja, das sind schon wieder fliegende Viecher. Aber was die tun, keine Ahnung. Die wir brauchen. Das sind diese fetten, ekligen Käfer. Und das sind diese riesigen Rocktader. Also auf jeden Fall auch kein nichts, was man abfotografieren muss. Hier? Rembohrer sind diese Flugdinger. Ja. Ja. Ah ja, die hier sind das. Okay. You won't be needing this. Hast dich gerade einmal eingegraben. Let's go! Hat diese komischen Käfer hier. Nee, eben nicht. Die Spinnen hier sind's nicht. Aber der hat jetzt, der andere hat sich jetzt gerade eingegraben. Ja, lass ja. Richtung Alien öffnen. Ja, müssen wir, ey. Schon wieder See, ey. Ja, kein Bock mehr. Okay. genau, ich bin runter und er brüllt mich einfach wieder zurück. Er brüllt mich einfach wieder auf den Vorsprung hoch. Ach, Mr. Alien. War, glaube ich, so nicht gewollt. Was kannst du aufhören, hinter mir rumzulaufen? Ich bin gerade in die Luft geflogen von so einem komischen. Einschlag hier.
Nicht gut. Klassischer Strahl ist okay. Da kann ich mit leben. Aua. Okay, wenn er springt, kann ich nicht ausweichen. Dann ist es schon zu spät. Also der hat's ziemlich hart mit mir. Ja, der hat aber noch nicht großartig kassiert, glaube ich. Nee, der hat noch gar nichts kassiert, glaube ich. Die sind jetzt aber neu. Diese Fossilien. Wir sind doch schon zigmal durch, die sehe ich zum ersten Mal. Schon wieder so auf mich zu stolz. Hast du mich gerade geblockt oder war das der Kleine? Du warst genau neben mir. Habe ich nicht mitbekommen. Deswegen war ich so, wer blockt mich hier? Wer ich halt nur dich gesehen hatte, ich hab dann so im Nachgang gesehen, da ist noch so ein kleines Vieh vorbeigerannt. Wo springst du denn? Jo! Kommt dein Steinchen geflogen. Trigger das zu sagen und nochmal. Ja, also meine Castinger hier spannen auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch die Kombination draus. Ich weiß halt nicht, wie die Dinger bei dir da funktionieren. Ob ich die vielleicht dadurch trigger. Wenn du die Wolken explodieren lässt, dann ist hat er im Endeffekt das Problem. Ei, ei, ei. Oh oh. Der Angriff geht halt voll klar. Ich sag's mal so, unpraktisch für Programme plötzlich sagen, ey, ich bräuchte jetzt gerade ein Update. Ja. Mann, Mann, Mann. Weil es kein Windows-Programm ist. Kann ich jetzt hier und dann hier. Eieieiei. Das war knapper als gewollt. Das hätte nicht sein müssen. Oh oh. Das war gerade frech. Schnell trinken, mein Freund. Der schnelle Schlucker bleibt im Spiel. Gut. Kommt da noch mal einer? Ja, da ist noch mal einer. Ich bin gestunt, ich kann nicht. Ja. I'll be gentle, promise. No problem.
an. Deine auf dem Boden liegt und drauf. Echt jetzt? Der Finisher hat keinen Damage gemacht. Also in Worten null. Du bist doch gerade eben noch mit aufgesprungen. Ah, okay, der war dann aber. Okay. Na gut. Ah, der war ja. Verzögerung der Hölle, ey. Aha. Du jetzt nicht weg, ne? Knapp werden. Oh, das ist wieder der Mühe. Here it comes! Au. Ich weiß nicht, dass das Follower hat. Da kommt Sir Crocodile. Aua! Ich kann fliegen! Aber nicht auf die gute Art. Also, ich glaube, ich werde hier gerade zerstört. Also. Hallo? Ist der Crocodile bitte mal was machen? Kein Hit durch. Jetzt endlich mal ein, ey. Okay, der Crocodile ist nicht so der Bringer, muss ich sagen. Na gut, 500 auf 500 Damage. Bitte follow it. Ja, und dann konntest du nicht einmal. Ich hab so viel kassiert, das war. Als ob die sich immer noch prügeln. Wait. Er sabbert gerade aus dem Maul. Ist das. Heißt das nicht? Kondition nicht mehr so gut. Ja. Wait, ich habe kein Fleisch dabei, verdammt. Kann aber auch sein, dass es der Status ist von meinem Gas, dass das. Erst Ding? Was ist das? Ist die Drachenseuche? Wenn ihr Drachenseuche habt. Entschuldigen Sie, lasst Sie mich los, bitte. Hallo? Würde gern helfen, kann ich muss mich reparieren. Alles gut, bin rausgekommen. Komm wieder zu dir. Nicht nochmal. Thanks, buddy.
Nein, hier kommt gar nichts. Das hat ihm nicht gefallen. Trank fühlt dich zumindest nicht voll. Ja, ist halt recht viel, aber... Nee, ich versuche halt meine... irgendwas zu finden, das meine Erschöpfung rausnimmt. Erschöpfung? Genau. Aber die geht nicht weg. Sehr schade. Ich dachte, so ein Maxi-Trank reicht aus, dass er auch meine Erschöpfung wieder hast hochbringt. Hast du so eine... Ausdauer. Wie heißt die blauen Bären? Die Null-Bären? Die nehmen doch eigentlich alles raus an Effekten. Nee, das ist ja... Das ist ja eher Thema, dass ich keine Ausdauer mehr habe. Na gut, da musst du einfach mehr Ausdauerzeug futtern. Also, man geht halt zum Zelt zurück. Wir sind ja fast in der Base. Also wir können auch schnell zum Zelt zurückporten. Nee, jetzt lass weitermachen, das passt schon. Naja, man, wenn du halt wenig Stamina hast, dann bringt's ja nichts. Wieder ein Typ mehr, mit dem man Stress anfangen kann. Ein König ist hier. Hallo. Der Fisch hat gedarst. Ich glaube, der Fische sind ziemlich egal. Oh nein! Nein, das sind die nicht. Mich hier oben nicht. Hier oben ist übrigens ein Schwert. Wenn du mit kämpfen kannst, dann bring ich es mit runter. Ich kann ihn von hier oben ein bisschen bekämpfen, aber er haut eh ab. Mach's gut, du Trottel! Ja, das finde ich hier leider echt nicht gut. Also hier Dinge irgendwie gezielt zu... Was ist hier oben? Ein Schwert. Ja, da hinten. Bin ich gesehen. Das finde ich hier leider... Zielen ist nicht gut, da hast du recht. Aber es hat trotzdem einen schönen Entertainment-Modus, wenn du so vorbeifliegst. So. Hey! Ja. Du musst halt einfach hoffen, dass es halt ausreichend ist. Weil wenn du halt gegen die... gegen das Objekt selber schießt, dann musst du halt hoffen, dass du... Hat hier einen Spaß? Ja. Dass du halt hochklettern kannst. Da kriegst du auch noch eine Wyvern heute.
Sehr schön. Bin ich ja gespannt, ob du mit dem irgendwas hittest. Oder ob der genauso langsam ist wie Sir Crocodile. Er ist noch viel langsamer als Sir Crocodile. Okay, er wäre blau. Könnte, wir können ihn fangen. Mensch, wäre ja zu tragisch, wenn ich gegen die Wand stolper. Wolltest okay. du nicht noch hier den... Er hat nur einen einzigen Hit gebraucht. Also, das ist gerade so die richtige Killbox. Ich würde es da gar nicht versuchen. Gott sei Dank ist da einer mal noch abgehauen. Ne? Und ich da auch noch stehen geblieben. Oh, da hinten sind noch. Was ist hier für ein Gang? Ich noch? Ja, ich habe noch eine Annie in der Schuppe bekommen. Nice. Als Belohnung bekommen sie nichts. Sparkelschuppe. Das ist der Luck Guy. Mhm. Das ist der Lacka Lacka. Alles mitnehmen. Alles eintüten. Oh. Oh, Joe. Ach nee, nicht Rampaging Monsters. Wir wollen keine Randale. Wait, warum ist das getriggert worden? Das ist eine gute Frage. Wir hatten noch, glaube ich, noch zwei Missionen, oder? Ja, eben. Finally come to slay Wind Serpent Ibushi. Okay. Wahrscheinlich, also, so wie das gerade klingt, würde man hier Story mitkriegen, aber da wir die halt nicht gemacht haben, weil die halt Singleplayer-only ist. Hm. Ja. Ja, sieht aus. Mensch. Warte, meine Schwester, ne? Da habe ich ja schon Lust drauf. Aber ja, wir haben 3 von 5 Key-Quests. Also ich... Keine Ahnung, warum das jetzt getriggert wurde. Come back anytime. Oh, aber ich würde sagen, das ist eine tolle Sache dann für den nächsten Stream, ne? Mhm, eine richtig tolle Sache. Ja, hat jetzt eine Zeit lang gedauert, bis wir hier weitergemacht haben, aber ihr seht, wir wollen das hier mit euch auf jeden Fall zu einem einigermaßen guten Abschluss bringen. Also Meisterrang muss auf jeden Fall sein. Von dem her, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, schaltet nächste Woche wieder ein und viel Spaß. Schönes Wochenende noch. Oder falls ihr es anschaut, schönen Tag noch, je nachdem. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.